So, jetzt wird's voll hier. CD Audi. 13 Hotel November 008. 3, 8. Hier. Schöne Hüssi beim Arbeiten. Beim Spitze. Ist ja auch klar, wenn mit so lange. Ihr seid ja anzogen, wenn ihr nicht gewinnt. Ja, wir sind halt aus Albstadt, da hast du halt dann gewettet. Ach so, wir waren gerade fertig mit Schneeschippen. Ah, Überraschung sein! Was mag da drin sein? Aufmachen, aufmachen! Spannung. Die Schraube und Motor. Nein, nein, die Schrauben für die. Das sind jetzt die kleinen Pissdinger, ja. Mit einer muss man halten. Die sind, glaube ich, alle gleich. Aber nicht verschlucken. Gib mir Mühe. Immer erst Löcher hier finden, das ist natürlich schon mal so eine Kunst für sich. Ja, da habe ich es gleich mal falsch gemacht bei mir. Aber hat sich korrigieren lassen. Hätte ich jetzt einen Akkuschrauber mitnehmen sollen, siehst du? Nee, habe ich da, wäre kein Problem. Echt? Ja, mit dem geht es nämlich besser. Sag ich? Ja, das kannst du vergessen ohne. Da drehst du dich am Arsch. Leck dir am Arsch. So, jetzt. Gummitümmel drüber. Versuchen wir das mal mit dem Akku. Da ist er runtergefahren. Lieben Menschen. Noch nichts auf dem Boden. Ja, ja, warte mal. Bohren ist schon mal dran, ist schon mal gut. Unser Kampfzwerg nicht, müssen wir auch noch. Foto, nein, aber unser Kampfzwerg. Ja, das Maskottchen. Kampfzwerg, Ida. Nach zu kommt ab, gilt ja, auch ja. Hier. Ja, du musst aufpassen, Alu-Zeugs. Ja, ich muss die neue Löcher bohren. Hast du wieder zu grob Motor? Hast du wieder die Hilti genommen? Ja, die Hilti habe ich nicht, aber. Ja, das ist Alu, das geht schnell. Ja, stechen wir mal eins an. Hupdi-du! So, oh. Ich habe Löcher gefunden. Oder auch nicht? Ja. Ah. Ein Schräubli bitte! Guck dir den an. Er trinkt der, anstatt nochmal mir auch eins. Nur ein Schwein trinkt allein, oder wie war das? Eigentlich dachte ich, der macht meint als erstes auf. Sorry. Und schon kommt's. Naja. Das sind doch keine Löcher, die da gebohrt sind. Ja, ja, aber das, was ich ja gerade hatte, waren keine Löcher. Sah zumindest nicht danach aus. Zieh mal ganz durch. Raus? Kannst nicht ganz rausziehen. Ach so. Kannst du schon rausziehen. Ja, nein, da sind die Löcher drin. Ah, nee, geht auch nicht. Nee, nee, nee. Nee, passt schon. Müssen ja irgendwo Löcher sein. Ja. Sind auch welche. Ja, die sahen jetzt gerade nur wirklich komisch aus. Ja, ich Alu, ansonsten drückt die Schrauben. Also die Schrauben drücken nicht viel, also das kannst du knicken. Das hält. Es ist ja bloß, dass es nicht runtersackt. Ja, ja. Ich finde die Löcher nicht. Oder sind das die Löcher hier? Soll man Haare drum machen? Ja, mal Haare drum. Da sind doch teilweise Striche dran, mit Edding. Bei mir waren da teilweise Striche dran. Bei mir nicht. Dann kannst du, wenn die hier, ist die jetzt ganz draußen? Ja, ja. Dann geh mal ein Stück rein. Wo. Guck. Da sind sie. Also bei mir waren rote Striche dran. Echt jetzt? Ja, und da konnte ich sie ganz genau. Die Länge dann? Ja. Na dann. Wie rot? Ja, du musst mal nicht nur mich filmen, du kannst auch mal hier. Ich hab schon. Es geht um die Antenne. Hab schon. Es geht ja um den Aufbau.
Geht um Aufbau. Um den Chef? Ja, klar. Ich bin nicht der Chef. Große Macker. Ich hab nur den Scheiß hier organisiert, den Platz halt. Wieder. Wie hoch liegt denn da? Ist doch ziemlich hoch, ne? 580, so weit. So wenig? Ja. Der höchste Punkt ist da vorne auf dem Buckel hoch. Da bist du bist du ungefähr auf 600 Meter. Aber wenn du von dem kommst, wie heißt denn dieser Kraft da? Unter ihm fliegen wir dann nicht hierher. Das ist höher. Ja, da liegt schon ziemlich gut. Da habe ich, kenne ich aber keinen Bauer, wo ich Strom habe. Solar aufstellen. Wir brauchen halt Vitamin B. Also Solar ist, glaube ich... Also, komm, hier, was ist der denn jetzt gedacht? Das ist nur eine Notlösung. Oh. Ja, falsch rum, kannst du alles nochmal aufmachen. Ja, ich habe es gerade auch gemerkt. Ja. Die Tülle muss nach unten. Oder? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, aber da fällt nur ein Stück, guck mal. Ja, ja, aber das ist ja nur der Strahler, der da oben reingehört. Wird hier noch was rausgezogen? Ja, mit Schraubenzieher. Ja, mit der Zange, da ganz leicht. Na, ich dachte, da fällt nicht. Hier wird er noch... Da ist nichts drin zum Ziehen. Doch. Kriegt mich auch nicht. Keine Gedanken. Größere Zange. Ich hab nicht reichen. Ich habe mal Angst, dass der was kaputt macht. Was denn jetzt durch? Der ist fertig. Nee, nee. Nicht, dass du den jetzt auch durchgeschnitten hast. Was? Man transferiert ein wenig. Was? Da ist die Schraube, ne? Ja. Jemand hat es jetzt so mit aller Gewalt hier schon so halb verkantet. Das ist aber jetzt nicht schön. Ja, nein, das ist nicht schön. Okay. Jetzt mache ich den noch mal weg. Ich bin der Meinung, dass du hast jetzt da den durchgeschnitten mit dem oberen. Deswegen kriegst du. Na, so viel Kraft hat er glaubt, ne? Aber auf jeden Fall muss der raus. Dann fängt schon mal an. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Was macht das Wetter heute? Jetzt? Ja, muss ja jetzt weggehen. Vieles Wolke. Da geht rein, geht doch. Wenn jetzt. Ah, da hängt was drin. Ja, also. Kommt da was. Ich mach mal aus. Ja, von dem Teil bis da, genau. So, das Einmessen von der Antenne. Zwei Spezialisten. Ja. Er muss das letzte Wort haben, aber ist okay. Das ist normal. Oh, warte, jetzt ist verstellt. Jetzt hast du aber 22,7. Ja. Oh! Also, Lux, wir stellen die 5 jetzt. Wir bauen die Stäbe nicht auf die komplette Bandbreite der Antenne, weil dann müssten wir den Strahler weiter rausziehen. Aber wir brauchen ja nur einen Kanal funken. Passt das? Ja. 22,5. Wir haben jetzt den Verstrahler ein bisschen verkürzt, weil nach Adam Riese ist, je höher die Frequenz, je kürzer die Antenne. So, jetzt müsste das passen. Jetzt muss der da eingeführt werden. Und ich kümmere mich in der Zeit um die Vorbereitung der Radials, weil... Das ist ein Scheißdreck, ist. Nein, du musst einfach Folgendes machen. Ja, ich weiß. Du musst diese Gummitüren... Bis die da dran sind. So.